hören Nationalpark Radio. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich hier zu unserer Nationalpark-Radiosendung Magazin und heute eine ganz besondere Sendung, denn wir senden heute aus Frankreich etwas, was wir bisher so noch nie gemacht haben. Denn wir sind heute bei unseren Freunden in Billy-sur-Sea, ein kleines Örtchen, und sind auch mit beteiligt an der Städtepartnerschaft Hermeskeil-Saint-Fargeau. Und unsere Freunde sind heute bei uns hier am Tisch und haben sicherlich auch einiges zu sagen. Und deswegen notre ami, Yves et Yvette. Und ich gebe jetzt einmal am besten zu Maria rüber. Sie kann das ein bisschen besser auf Französisch sagen. Und ja, wie der Stefan schon gesagt hat, wir sind übers Wochenende in Burgund zur Städtepartnerschaft zwischen Hermeskeil und Saint-Fargeau. Und zu Gast sind wir wieder wie jedes Mal bei unseren Freunden Yvette und Yves in Billy-sur-Vassie. Und die möchte ich natürlich ganz herzlich begrüßen. Bonsoir Yvette et Yves. Bonsoir Maria. Bonsoir. Et, j'ai dit que nous sommes ici pour la rencontre de jumelage de Hermeskeil et Saint-Fargeau. Nous passons le week-end avec vous, avec un très bon programme. J'espère que nous pouvons raconter un peu de la Bourgogne et de Billy et peut-être aussi de Saint-Fargeau. Je pense que nous commençons avec un morceau traditionnel de la région. Also ich hoffe, dass wir in unserer Sendung heute uns ein bisschen unterhalten können über Billy, über die Städtepartnerschaft, über Burgund und auch Saint-Fargeau. Und wir beginnen mit einem Musikstück. Das wird uns jetzt der Yves vorstellen. Yves, tu peux dire quelques mots pour la première musique que nous écoutons? Oui, ben nous allons écouter une musique traditionnelle du Morvan, donc la Scottish des Glandes. Tout ça parce que nous, avec Yvette et puis d'autres personnes du groupement de Saint-Fargeau, on fait partie d'un groupe folklorique du Morvan. Voilà. Also wir hören jetzt als erstes ein Musikstück, Scottish des Glandes. Das ist ein traditioneller Tanz aus dem Morvan. Und der Yves und die Yvette, die sind also Mitglieder einer Folklore-Tanzgruppe, die auch zu dieser Musik tanzen. Ja, genau. Und so, und die Musik werden wir jetzt hören und viel Spaß dabei. Thank you.
Ja, und so hört sich das an, wenn man hier in Frankreich ist und wenn getanzt wird, wenn gefeiert wird. Und wir hoffen, dass wir an diesem Pfingsten auch ein bisschen was zu tanzen bekommen. Aber wir sind ja hier bei unseren Freunden in Billy. Nous sommes ici chez nos amis à Billy. Et Yvette, notre amie, elle était maire de Billy. Et elle peut nous donner quelques mots de Billy, où Billy est, also wo Billy ist. Das ist ein kleiner Ort, aber ich gebe jetzt mal gleich an Yvette. Alors, je donne les mots à Yvette. Oui, merci. Eh bien, oui, nous sommes à Billy-sur-Oisille, donc dans la Nièvre, c'est dans la Bourgogne, pays du bon vin. Alors, c'est un petit village de 400 habitants et nous avons essentiellement de culture et élevage. Nous avons deux fêtes importantes dans notre village dans l'année, la fête des fleurs au mois de mai et la fête des pommes au mois d'octobre. Fin octobre. Voilà, ce sont deux fêtes qui attirent énormément de monde et les gens viennent pour se rencontrer et passer un bon moment ensemble. Ja, die Yvette hat uns jetzt ein bisschen was über Billy-sur-Oisille erzählt. Und zwar liegt Billy im Nièvre, in der Bourgogne, also in Burgund. Und das Örtchen hat circa 400 Einwohner. Und in der weiteren Region gibt es also auch sehr guten Wein. Es gibt zwei wichtige Feste hier in Billy. Das ist einmal das Fête des Fleurs, also das Blumenfest. Das wird im Frühjahr, im Mai veranstaltet. Und dann gibt es noch im Herbst das Fête des Pommes, also das Apfelfest. Und da sind also immer, da dreht sich alles um den Apfel. Und da sind also immer sehr viele Leute zu Besuch, die, und da ist Billy auch schon in der Region bekannt. Ja, okay. Wir haben natürlich jetzt noch ein bisschen regionale Musik ausgesucht und Jean hat sich. Jean, Yves hat sich kurz vor der Sendung noch die Mühe gemacht, ein paar interessante Stücke herauszusuchen. Yves, la deuxième pièce, c'est une bourrée, c'est quelque musique? C'est la bourrée de temps, musique régionale du Morvan. Voilà. Okay. Thank you.
wir haben vorhin schon mal angesprochen, dass wir hier in Frankreich sind, im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Hermeskeil und Saint-Fachot. Da wollte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar die Städtepartnerschaft, die existiert inzwischen 45 Jahre. Es ist also das 45. Jahr der Städtepartnerschaft. Und wir sind hier von heute, also Freitag bis Pfingstmontag. Und unsere französischen Freunde haben wieder ein sehr schönes Programm zusammengestellt. Wir werden morgen in den Cave du Bailly gehen. Das ist ein unterirdischer oder ein Gewölbekeller, wo Crémant hergestellt wird oder gelagert wird. Dann werden wir morgen Nachmittag gegen Abend in Saint-Fachot eine Führung durch die Stadt haben. Es gibt dann einen neuen Verein, der eine Tour durch Saint-Fachot gestaltet hat. Und dann morgen Abend gibt es ein gemeinsames Essen, weil Essen und Trinken darf ja nicht fehlen. Am Sonntag werden wir die Foire Gelaise begrüßen. Die wird also am Sonntagmorgen zwischen 10 und 11 Uhr eröffnet. Die ganze Stadt ist ein Markt, kann man sagen. Und abends wird es dann im Schloss ein Konzert geben mit drei regionalen Musikvereinen, die alle zusammen spielen. Das ist also im Schlosshof in Saint-Fachot. Und anschließend gibt es dann das traditionelle Feuerwerk, das also immer als Abschluss dieser Foire Gelaise stattfinden wird. Und am Montag gibt es dann ein bisschen Arbeit, gibt es also ein Arbeitstreffen der beiden Komitees. Wir werden die Zukunft besprechen, wie wir nächstes Jahr unser Treffen gestalten. Und dann gibt es nochmal ein gemeinsames Essen und dann ist schon wieder die Abreise nach Hermeskeil geplant. Bei den Partnerschaftstreffen ist es also so in der Vergangenheit gewesen, dass man eine Partnerfamilie hat, die sich dann immer gegenseitig besucht. Und dadurch erfährt man auch sehr viel über das Leben, über die Traditionen, über das Familienleben, über das Essen, über die Geschichte, über die Politik hier im Land. Und das ist also eine sehr schöne und sehr interessante Sache. Und ich möchte jetzt hier einfach diesen Rahmen nutzen und ein bisschen Werbung machen für die Partnerschaft. Es ist also eine ganz wichtige Sache, dass wir Bürger diese Partnerschaften aufrechterhalten, denn wir sind eigentlich das Fundament Europas. Ja, Maria, das hast du schön gemacht und auch die Werbung war auch angemessen. Und kommen wir noch mal ein bisschen zur Musik zurück. Und Yves hat ein nächstes Stück herausgesucht. Ich muss dazu sagen, das sind auch traditionelle Musikstücke, die in der Tanzgruppe, in der dann Yvette und Yves auch aktiv sind. Und vielleicht kann Yves ein wenig zu dieser Tanzgruppe und zu ihrem Engagement für das folkloristische Tanzen kurz erzählen. Maria, wenn du das gerade kurz übersetzen kannst. Yves, les morceaux que nous avons écoutés et que nous allons écouter, la polka Saint-Agnan, ce sont de la musique traditionnelle de la région. Et vous dansez dans votre groupe folklorique sur cette musique. Est-ce que tu pouvais raconter un peu de votre groupe traditionnel folklorique. Oui, et bien notre groupe folklorique de Saint-Fachot, puisque nous lançons avec le groupe folklorique de Saint-Fachot qui s'appelle les Ferriers, c'est-à-dire que c'était du minerai qui était extrait il y a 1500 ans, 2000 ans, qui était extrait de la terre, et tout ça, c'est pour ça que ça s'appelle les Ferriers, parce qu'il y restait beaucoup de mâches fer, voilà. Donc ce groupe-là, ça fait déjà une dizaine d'années que nous dansons avec, et puis c'est par l'intermédiaire du groupe que nous sommes rentrés dans le comité de jumelage de Saint-Fachot, voilà. Mm-hmm. Et tout ça, ce sont des danses du Morvan, voilà, mm-hmm. Spécialistes du Morvan, voilà. Also
Die Folklore Yves und Yvette tanzen circa 10 Jahre in dieser Folkloregruppe, die sich Les Ferriers nennt und die also die, sagen wir mal, den Sitz in Saint-Fachot hat. Und über diese Tanzgruppe sind sie auch an die Städtepartnerschaft gekommen und deshalb kennen wir uns, haben wir uns auch kennengelernt. Die Tänze sind wie gesagt traditionell, sie werden auch in Kostümen aufgeführt und die Musik, die wir hier gehört haben, die wurde auch von Orchestern oder Musikgruppen aus der Region gespielt. So, dann kommen wir noch ein bisschen zu dieser folkloristischen Musik und Yves hat ein weiteres Stück herausgesucht. Yves, vous avez cherché une autre pièce de votre musique, de oui. danse, oui. et c'est une polka de Saint-Aignan. Alors, Yves. Polka de Saint-Aignan, voilà. Alors. Ja, ich hoffe, Sie sind jetzt eingestimmt zu tanzen und zu feiern. Und ja, ich bedarf mich ganz herzlich bei unseren Freunden bedanken. Je vais me remercier à mes amis, Yvette et Yves, pour ce interview très court. Oui, und ja, es war ein kurzes Interview und vielleicht sagen wir dann nochmal gemeinsam tschüss, bevor wir dann mit unserem Programm unserer Nationalpark-Radio-Sendung Magazin im üblich gewohnten Thema dann weiterfahren. Ja, so und sagen wir nochmal alle. Nous disons. On se dit bonsoir. J'espère que vous avez fait connaître un peu nos musiques régionales du Morvan. Et on vous invite un jour à venir dans le Morvan. Voir la vie des Morvandiaux, comme on dit. Voilà. Bonsoir à tous nos amis allemands et à bientôt. Eh bien, merci à Maria et à Stéphane de nous avoir fait ce petit enregistrement ici. Nous n'avions pas l'habitude à faire de la radio. Eh bien, ma foi, ça y est, c'est fait. Merci à tous les deux. Et eh bien, nous continuons, nous commençons notre week-end. Ja, und ich bedanke mich auch bei der Yvette und bei dem Yves für dieses kleine Interview. Und ich denke, wir werden sehr schöne Tage wieder hier verbringen. Dann sagen wir alle zusammen:
Ja. Tschüss. Ja, nochmal recht herzlichen Dank. Und wir, bevor wir dann mit dem normalen Programm dann weitermachen, hören wir jetzt noch auch etwas aus Frankreich, und zwar die Folkloregruppe Triaden aus der Bretagne. Und dann geht es weiter mit einem Bericht bzw. einer nächsten Folge unseres Archäologen Michael Koch. Unser Matthias Reimann wird uns wieder etwas erzählen über seinen Einsatz gegen Pestizide. Unsere Angela hat ein Stekelchen vorbereitet. Und wenn noch Zeit ist, hören wir dann noch das Vogelstimmenkonzert, das vor ein paar Wochen mit Herrn Willi Zimmermann im Wald aufgenommen worden ist. Ja, und ja, ich darf mich dann für bis nachher erstmal kurz verabschieden und bis wir dann mit unserem Abendprogramm beginnen, und hören Sie weiterhin zu, und ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben.